Europas Raumfahrt soll größer werden. Wir sollen einen eigenen Zugang zum Weltraum bekommen, die Raumerkundung voranbringen, neue Trägerraketen entwickeln und dabei eine grünere Zukunft einleiten. Das haben die zuständigen Minister der Mitglieds- und Kooperationsländer der ESA sich gerade vorgenommen. Das klingt zwar alles richtig cool, aber ja auch richtig teuer. Vielleicht zu teuer. Unter allen Weltraumvideos von uns finden wir immer wieder dieselbe Frage. Sollten wir das viele Geld nicht lieber in andere Dinge stecken? Zum Beispiel die Klimakrise, die Biodiversitätskrise oder den Welthunger? Und ja, das ist eine gute Frage. Und genau deshalb schauen wir uns heute mal an, was die Raumfahrt eigentlich wirklich kostet. Ob Einsparungen an der Raumfahrt eine Lösung für andere Probleme wären und warum du ganz persönlich viel mehr von der Raumfahrt profitierst, als du denkst. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Dr. Watson. Ganz kurz, mit Planet Wild könnt ihr Naturschutzprojekte finanziell unterstützen und spätestens 4 Wochen später in einem Video sehen, was euer Beitrag in der Natur bewirkt hat. Und weil das eine verdammt gute Sache ist, schenke ich den ersten 200 Personen von euch den ersten Monat bei Planet Wild. Bleibt also bis zum Ende dran und jetzt geht's los mit dem Video. Das ist das Space Launch System der NASA. 2022 brachte die Rakete das Raumschiff Orion für die erste Artemis-Mission in den Weltraum. Rakete, Raumschiff und Bodenstation haben die NASA zusammen 50 Milliarden US-Dollar gekostet. Jeder Start kostet noch einmal 4 Milliarden Dollar mehr. Die ISS dürfte inzwischen über 200 Milliarden Dollar gekostet haben. Das James-Webb-Teleskop wird über seine Lebenszeit 11 Milliarden Dollar kosten. Und auch die aktuellen Missionen zum Mars und zum Jupiter kosten jeweils mehrere Milliarden Dollar. Solche Missionen sind also teuer. Klar, schließlich wird unglaublich viel Aufwand betrieben, um unglaublich komplizierte Hightech-Apparate zu bauen und damit unglaublich viel Treibstoff auf Nimmerwiedersehen in den Weltraum zu schießen. Aber wenn wir uns die Frage stellen, ob uns die Raumfahrt zu teuer ist oder wir das Geld für etwas Wichtigeres ausgeben sollten, dann sollten wir uns nicht die einzelnen Missionen anschauen, sondern die jährlichen Kosten. Die westlichen Industrienationen plus China, Japan und Indien haben 2022 zusammen 94 Milliarden Euro für die Weltraumforschung ausgegeben. Das klingt vielleicht nach viel, ist im Vergleich zu den Gesamtausgaben der Länder aber tatsächlich Peanuts. Zum Beispiel Deutschland. Deutschland zahlt etwa 20% des Budgets der Europäischen Weltraumagentur ESA sowie das komplette Budget des DLR und noch ein paar kleinere Projekte. Für das alles haben wir 2022 rund 2,5 Milliarden Euro ausgegeben. Aber die Gesamtausgaben Deutschlands betrugen im selben Jahr rund 495 Milliarden Euro. Die Raumfahrt macht in Deutschland also nur 0,5% der Staatsausgaben aus. Selbst die USA, die 60% der weltweiten Ausgaben für Raumfahrtprogramme tragen, stecken weniger als 1% der Staatsausgaben in die Raumfahrt. Die Verteidigungsausgaben waren im Vergleich dazu in Deutschland 22 Mal und in den USA 12 Mal so hoch wie die Ausgaben für die Raumfahrt. Raumfahrt hat also nicht die Priorität, die man bei all den großen Summen intuitiv erwarten würde. Okay, aber wäre das Geld nicht trotzdem besser in den Kampf gegen den Welthunger investiert? Schätzungen von Experten sagen ja sogar, dass man nur 20 bis 50 Milliarden Euro pro Jahr in die richtigen Entwicklungsprogramme stecken müsste, dann wäre der Welthunger bis 2030 gegessen. Und es wäre ja viel weniger Geld, als die Raumfahrt kostet. Die großen Industriestaaten könnten das also easy locker machen. Warum sie das nicht tun? Keine Ahnung. Wir unterstellen hier keine Böswilligkeit, aber Politik ist tatsächlich komplizierter als Raketenwissenschaft. Wir können nur feststellen, dass wir Welthunger haben, liegt nicht daran, dass wir lieber Raumfahrt sponsern. So einfach ist das nämlich leider nicht. Was wir aber erklären können, ist, warum Staaten in die Raumfahrt investieren sollten. Wir schießen die 94 Milliarden Euro ja nicht zum Spaß in den Himmel. Naja, nicht nur zum Spaß. Teilweise schießen wir die 94 Milliarden Euro nämlich doch zum Spaß in den Himmel. Wir finden schwarze Löcher cool und ihr findet schwarze Löcher cool. Und deshalb können wir davon leben, Videos über Raumfahrt zu machen. Wir alle profitieren also direkt von der Forschung zum Weltraum. Und das gilt natürlich auch für andere Formate. Und vielleicht inspirieren die spektakulären Weltraumprogramme ja den einen oder die andere, in die Wissenschaft zu gehen und neue, spannende, aber auch nützliche Dinge herauszufinden oder tolle neue Technologien zu entwickeln. Und genau solche Leute brauchen wir ganz dringend. Denn vor allem Ingenieure haben wir in vielen europäischen Ländern zu wenige. Klar, wir brauchen die Ingenieure für die Erneuerung der Infrastruktur, vor allem für Klimaschutz und Klimaanpassung, aber auch in diesen Bereichen leisten die Raumfahrtagenturen einen Beitrag.
Schließlich setzt die Raumfahrt schon seit den 50er Jahren auf Technologien wie Solarzellen und Wasserstoff-Brennstoffzellen und leistet seitdem Entwicklungsarbeiten an diesen klimaneutralen Technologien. Sie vermehrt aber auch unseren Wohlstand. In den letzten Jahrzehnten haben viele Erfindungen aus der Raumfahrt ihren Weg in unseren Alltag gefunden. Akkuwerkzeuge, Handykameras, kabellose Kopfhörer, LED-Lichter, aber auch so Dinge wie Feuermelder, feuerbeständige Materialien, Teflonbeschichtung, UV-Filter und die gold- und silbernen Rettungsdecken im Erste-Hilfe-Kasten. Außerdem moderne Prothesen, kontaktloses Fiebermessen, Gesundheitsmonitoring, mobile Ultraschallgeräte und viele, viele andere medizinische Geräte. Und auch die Suche nach Lösungen für die Bewältigung aktueller Krisen profitiert von der Raumfahrt. Für den Langzeitaufenthalt im Weltraum werden zum Beispiel Technologien entwickelt, um Nahrung, saubere Luft und sauberes Wasser in einem geschlossenen Kreislauf bereitzustellen. Damit könnte man auf der Erde in unwirtlichen Regionen nachhaltig die Ernährungssicherheit gewährleisten. Ich könnte stundenlang Erfindungen aus der Raumfahrt auflisten, die unser aller Leben verbessern. Schaut gerne mal auf den Seiten von der ESA, von der NASA und vom DLR und da kann man ewig herumstöbern und mehr über diese vielen faszinierenden Erfindungen herausfinden. Wir haben das alles mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der Punkt ist, wenn Ingenieure Technologien für Extremsituationen entwickeln, dann bekommt man dabei die tollsten Erfindungen. Und es werden nicht nur Gadgets erfunden, auch Grundlagenforschung wird im Weltraum betrieben. Also Forschung, die Fragen über die Welt beantwortet. Wie wirkt sich die Gravitation auf Lebewesen aus? Wie verändert sich Flüssigkeitsdynamik in Mikrogravitation? Was ist dunkle Materie? Und was passiert auf anderen Planeten? Egal ob Astrobiologie, Astronomie, Chemie oder Materialkunde. Täglich werden im Weltraum Experimente durchgeführt, die unser Verständnis über die Welt erweitern. Allein auf der ISS wurden schon Tausende von Experimenten durchgeführt. Und dieses Wissen ist die Basis für neue Technologien in der Zukunft. Sofortigen Nutzen ziehen wir aus Satelliten. GPS- und Kommunikationssatelliten lassen sich kaum noch aus unserem Alltag wegdenken. Und auch die Erdbeobachtung ist super wichtig. Wettersatelliten wie der MTG-I1 von der ESA zum Beispiel, da war ich übrigens beim Launch dabei und das Video dazu könnt ihr euch hier angucken, die helfen uns nicht nur, das Wochenende besser zu planen, sondern sind vor allem für die Luft- und die Schifffahrt und die Agrarwirtschaft super wichtig. Sie können nämlich vor Extremwetterereignissen warnen und helfen so, sichere Routen für Flugzeuge und Schiffe zu ermitteln und den Katastrophenschutz zu aktivieren. Und Extremwetter werden wegen der globalen Erwärmung ja immer häufiger. Und um den Status des Klimas und andere Aspekte der Erde zu überwachen, brauchen wir Langzeitbeobachtung aus dem Weltall. Zum Beispiel misst der NASA-Satellit SWOT den Anstieg des Meeresspiegels und die Entwicklung von Gewässern auf der ganzen Erde. Insgesamt beobachten über 100 Satelliten die Erde und sammeln unter anderem Daten über die chemische Zusammensetzung und Verschmutzung der Atmosphäre, über Niederschläge und Temperaturen. Ein Gerät auf der ISS misst sogar die Höhe aller Bäume mit einem LiDAR-System. Satelliten erkennen aber auch, wie viel Methan Ölbohrinseln wirklich freisetzen. Und sie geben Hinweise auf kriminelle Handlungen, wie das Fischen in verbotenen Gewässern oder Menschenhandel. Und natürlich sieht man damit auch die Bewegungen von Militärverbänden. Insgesamt sind Satelliten also auf vielen Ebenen super wichtig. Für Transport und Logistik im weltweiten Handel, für die Landwirtschaft, für die internationale Sicherheit und für Ökologie und Geoforschung. Auch geopolitisch ist Raumfahrt ein Faktor, allerdings vielleicht nicht mehr so, wie wir es in den 90er Jahren noch gehofft hatten. Da hieß es, dass die internationale Zusammenarbeit an Raumfahrtprojekten die Welt zusammenbringen könnte. NASA will invite other countries to participate, so we can strengthen peace, build prosperity and expand freedom for all who share our goals. Daran lässt sich inzwischen leider zweifeln, denn die USA haben China aus Angst vor Spionage von Kooperationen im Weltall ausgeschlossen. Und die Zusammenarbeit auf der ISS hat Russland nicht daran gehindert, anti-westliche Schwurbelpropaganda zu verbreiten. Der Nutzen für die Staaten auf dem internationalen Parkett ist deshalb vielleicht eher der Schwanzvergleich. Denn technische Meisterleistungen fördern das Ansehen einer Nation, sowohl bei der eigenen Bevölkerung als auch international. Das ist vielleicht kein tolles Argument und hat diese unschönen Nachkriegs-Vibes, aber es ist uns dann doch lieber, wenn die Nationen mit Punktlandungen auf Asteroiden oder Robotern auf dem Mond und Mars angeben, statt mit Interkontinentalraketen und Atomsprengköpfen. Insgesamt kann man sagen, die Raumfahrtprogramme bringen uns wissenschaftliche Erkenntnisse, technologischen Fortschritt und satellitengestützte Dienstleistungen, auf die wir einfach nicht verzichten können. Der ESA-Chef sagte, dass jeder Euro, den ein Staat in die Raumfahrt investiert, 3 bis 10 Euro Profit bringt.
Weltraumforschung und Raumfahrt lohnen sich also schon rein finanziell. Also, ist das Geld in der Weltraumforschung schlecht angelegt? Zunächst einmal, würde man die Raumfahrt und die Weltraumforschung beenden, würde uns das vermutlich keinen Schritt weiter im Kampf gegen den Welthunger bringen. Denn wenn es nur um Geld ginge, dann könnten die großen Industrienationen den Welthunger auch beenden, ohne die Raumfahrt einzustampfen. Wahrscheinlich könnten sogar ein paar Milliardäre das Problem privat lösen. Stattdessen leisten die Weltraumforschung und die Raumfahrt auf verschiedenen Wegen einen Beitrag zu Wohlstand, Gesundheit und im Kampf gegen globale Krisen. Schon allein deshalb, weil die Ausgaben für die ESA auch direkt wieder in europäische Unternehmen und damit Menschen in Europa fließen. Am Ende gibt es also keinen ökonomischen, ökologischen oder sozialen Grund, an der Raumfahrt zu sparen. Zum Glück, denn die Erforschung des Weltraums ist ja auch die Erfüllung des menschlichen Drangs, die Welt zu entdecken. Und ich würde ungern darauf verzichten, mehr über das Universum zu lernen und dabei immer wieder ins Staunen zu geraten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie umweltfreundlich die Raumfahrt eigentlich generell ist. Wie viel CO2 geht bei so einem Raketenstart in die Luft? Genau dazu haben wir schon mal ein Video gemacht und das könnt ihr euch hier anschauen. Und bevor ihr jetzt wegklickt, gebe ich euch noch eine wichtige Info mit auf den Weg. Denn die Natur und ein Team aus Berlin brauchen eure Hilfe. Planet Wild ist eine Naturschutzorganisation, die jeden Monat ein großes Projekt durchführt, um unseren Planeten zu schützen und die Schäden zu beheben, die die Menschen der Natur zufügen. Ihre Projekte sind aber auf die monatlichen Beiträge einer Community angewiesen, die die Erhaltung unserer Ökosysteme unterstützen möchte. Es gibt viele Möglichkeiten, Geld für Naturschutz zu geben. Aber hier werden die Projekte sogar in coolen Videos auf dem YouTube-Kanal von Planet Wild dokumentiert. Und so seht ihr direkt, was mit euren Beiträgen wirklich erreicht wurde. Außerdem werden auch interessante Tipps gegeben, wie zum Beispiel du selber eine Permakultur errichten kannst. Das habe ich so vorher noch nicht gesehen und unter anderem deswegen bin ich selbst Teil der Community. Wenn ihr das auch so seht und Teil dieser Community werden wollt, dann habe ich jetzt noch was ganz Besonderes für euch, denn die ersten 200 Personen, die sich über den Link in der Videobeschreibung bei Planet Wild anmelden, kriegen von mir persönlich den ersten Monat bezahlt. Es lohnt sich also schnell zu sein und vor allem lohnt es sich für den Planeten. Danke fürs Zuschauen und wie immer bleibt neugierig, euer Cedric.